Hi, hi, ich bin Rojan. Und ich bin Diana. Und willkommen auf meinem Channel. Das ist das erste offizielle Video von mir. Ich habe den Channel ja schon relativ lange. Was euch erwarten wird jetzt in den nächsten, also beziehungsweise in den kommenden Videos, wir werden über die aktuelle Staffel von GNTM sprechen und wir bewerten die Bilder. Eigentlich ist das Prinzip von den Videos, dass wir die Bilder, die die Mädels in den Folgen bekommen, tuten und booten. Das werde ich aber halt in den kommenden Videos nochmal ausführlich erklären. Da es aktuell gerade in der ersten Folge sind und die Models kennen wir noch gar nicht wirklich. Deshalb schauen wir uns die an. Wir haben auf jeden Fall Handys und auf den Handys haben wir jeweils die Bilder von den Models. Ich glaube, momentan sind wir bei den Top 30. Auf der offiziellen Seite gab es irgendwie, glaube ich, 50 oder 45, aber ich habe mir jetzt die 30 rausgepickt, die wirklich auch offiziell dabei waren am Ende. So, und heute auf meiner Seite habe ich die Diana. Willst du dich mal kurz vorstellen? Ja, also ich bin Diana, ich bin 20 Jahre alt und ich kenne Rojan aus der Schule. Schon ein paar Jahre. Schon lange, ne? Ja, schon länger, als es allen so vorkommt. Dann fangen wir erstmal an. Hast du die Bilder alle auf dem Handy? Mhm. Die erste einmal wäre Sayana. Willst du mal anfangen? Ja. Was willst du denn zu Sayana sagen? Also ich habe direkt in der ersten Folge gemerkt, dass sie mega Potenzial hat und dass ich glaube, dass sie wirklich weit kommen kann. Mhm. Sie hat was ganz, ganz Besonderes, auch gerade wegen ihrer Geschichte und wegen dem Hintergrund, woher sie kommt. Und ich meine, es gibt nicht viele Models, die aus Indien kommen, oder? Und ich finde, unsere Kultur. Wunderschön, hat wunderschöne Haare. Yeah. Und, ja. Das ist auf jeden Fall mir auch aufgefallen. Sie war die erste direkt, die wurde wirklich das erste und Heidi Model, liebt sie. Die gezeigt wurde. Also. Und ich glaube, da wird, glaube ich, nur Positives kommen. Und ich bin richtig gespannt, auch mal einen anderen Typ zu sehen. Ja, eben. Sie ist einfach was anderes. Die nächste einmal. Die Katharina. Mhm. Also rein optisch, was würdest du denn zu Katharina sagen? Ja, sie ist süß. Also sie sieht, ja, ne? Finde ich, echt nett aus, süß. Ich finde, sie sieht ein bisschen schüchtern aus. Ja, ne? Sie sieht so, also sie könnte so, ja, schüchtern sein. Sie sieht aber voll zierlich. Ist jetzt voll komisch zu sagen, sie sieht hier auf dem Bild so voll zierlich aus, ne? Mhm. So voll niedlich, ja, irgendwie. Also, ja. Ja, muss man, glaube ich, gucken, wie sie sich weiterentwickelt, mhm, ne? Genau. Die Sarah. So, also zu Sarah muss ich auf jeden Fall mal was sagen. Also bevor GNTM angefangen hat, habe ich sie ein bisschen auf Instagram gestalkt und die hat schon vorher, also sie hat Model-Erfahrung. Sie hat, glaube ich, brasilianische Wurzeln und echt? Ja, würde ich jetzt ihr gar nicht ansehen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall brasilianische Wurzeln und ich glaube, sie ist so ein Mischling. Sieht sie gut aus. Ja. Ich bin mal gespannt, wie sie das so in der Show hinbekommt. Sie wurde jetzt in der ersten Folge gar nicht so richtig gezeigt. Nee, ne? Sie ist mir tatsächlich nicht so aufgefallen. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie weit kommen könnte. Also, hübsch ist sie. Mhm, das auf jeden Fall. Aber die Konkurrenz ist, glaube ich, auch ganz schön hart. Ja. Oh, Cecilia kommt hier. Cecilia. Hast du gesehen, wie ihr Name geschrieben wurde? Mit einem L? Mit L? Habe ich auch noch nie gesehen. Cecilia. Die Eltern wollten ein bisschen kreativ sein. Nee, also ich finde, sie hat mega Potenzial. Mhm. Sie ist so eine klassische Schönheit. Ja, ne? Also sie voll elegant, ja, ihren. Sehr elegant, ja. Sie, genau, hat diese klassische Eleganz, gefällt ja, mir. Ja, dann werden wir mal sehen, was sie so machen wird. Die Lena. Also, sie ist mir direkt aufgefallen. Wegen den Haaren. Rote Haare. Rote Haare. Also, besser kann man nicht auffallen. Ich glaube, dass wenn sie weit kommen wird, sie wird auf jeden Fall ein Umstyling bekommen. Das so, also. Das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, diese roten Haare. Ich glaube Haare, nicht, dass Heidi ihre roten Haare da lassen wird. Ja. Das glaube ich nicht. Aber sie hat wunderschöne Augen. Mhm. Ich finde, sie hat Potenzial. Aber vor allem, wenn du das Alter siehst, sie ist 17 Jahre alt. Unnormal. Ich hätte sie viel älter geschätzt. Viel älter geschätzt. Sie wird so ernst, genau, irgendwie und so älter, erwachsen voll. Also, sie ist 3 Jahre. Die ist 3 Jahre jünger als ich. Ja. Egal. Enisa. Also.
kannten wir beide schon vorher. Also da brauchen wir gar nichts zu sagen. Ich war total überrascht, als ich gehört habe, dass sie mitmacht. Finde ich cool. Ich glaube, ich habe dir das sogar gesagt, ne, dass Enisa da mitmacht. Ja, ich war total überrascht. Also ich bin da mal gespannt, weil sie ist, glaube ich, nicht komplett drin in dem Modelbereich. Sie modelt ab und zu mal. Mhm. Sie ist eher Influencerin. Ja. Und da bin ich mal. Ich glaube auch, dass sie dadurch halt auch eben einige Jobs bekommt. Ich weiß gar nicht, ob sie Filmkurs-Erfahrung als Model hat. Weil ich glaube, in GNTM wird ja auch so manchmal diese Sachen wie High Fashion und Laufsteg und ich weiß nicht. Also sie hat, glaube ich, einen Vorteil dadurch, dass sie schon bekannt ist, sage ich mal. Aber ob sie trotzdem einen Vorteil hat. Ob Heidi das als Vorteil sieht? Genau, das weiß sie nicht. Aber ich bin auf jeden Fall richtig gespannt auf sie. Ich auch. Mega gespannt, ob sie sich noch weiterentwickelt und so. Genau. Mal was anderes bei Germany's Next Topmodel. Ja, also ich weiß nicht, aber... Also ich finde ihren Body wunderschön, ihre Kurven. Ja, ne? Seit mir finde ich relativ überraschend, dass das jetzt bei Germany's Next Topmodel so... eingeführt wurde. Ja. Finde ich aber gut. Ich finde, das sieht richtig schön aus. Also, sie ist echt schön. Ja, ne? Also, und ihr Body ist mega. Ihr Gesicht auch richtig fokussiert. Ja, ja. Dann gehen wir mal weiter mit der Anastasia. Sie ist ja auch in den Folgen halt... Ich weiß nicht, sie kam mir so unsympathisch rüber. Sie hat gesagt so, ja, hier sind alle schöne Leute und dann ich auch und dann ich bin die Beste. Sie redet so, als wäre sie die Schönste. Ja, obwohl ich gar nicht so finde, dass sie so hübsch ist. Sie ist? Ich finde sie nicht hübsch. Ich weiß nicht. Ich weiß, jeder hat ja so seinen Geschmack. Sie ist hübsch, aber sie ist kein Model in meinen Augen. Nein, ne? Tatjana. Also, ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, was mit ihr in der Staffel passieren wird. Ja, sehr gespannt sogar. Weil sie ist ja, glaube ich, das zweite Transgender, glaube ich, generell bei GNTM. Echt? Gab's schon jemanden. Kennst du Juliana? Auf jeden Fall war sie auch halt eine. Okay. Und sie ist aber relativ früh rausgeflogen. Bei ihr, ich hoffe mal, die bleibt... Also auf jeden Fall sehe ich Potenzial in ihr. Auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch in diesem High-Fashion-Bereich tätig sein könnte, dass die Designer sie lieben, weil in der ersten Folge wurde ja auch eigentlich eine andere eingeplant, um die Show zu eröffnen. Und dann hat ja Michael ja Tatjana ausgesucht, um die Show zu eröffnen. Und ich glaube, das ist schon was Krasses, wenn ein Designer zu dir selber hinkommt und sieht und sagt, du sollst die Show eröffnen. Ja. Sehr, sehr cool. Also ich glaube an sie, ehrlich gesagt. Mhm. Ich finde ihre Haltung ein bisschen komisch. Auf dem Bild sieht sie ein bisschen komisch aus, aber jetzt durch die Folgen, also die kam mir richtig sympathisch sehr rüber. Sehr sympathisch, ja, auf jeden richtig Fall. Richtig nett und lieb. Und ja, wir müssen mal abwarten und gucken, was da jetzt in den nächsten Folgen passiert. Ich glaube, sie könnte auf jeden Fall eine Favoritin werden. Genau, das hoffe ich auch. Die Jasmin. Sehr hübsch, finde ich. Ja, ne? Das Outfit gefällt mir mega auf dem Bild. Hat eine schöne Figur. Wunderschöne Lippen. Ja, ne? Einen tollen Blick. Ich finde die auf jeden Fall schön. Aber nachdem man die erste Folge gesehen hat, ist sie ein bisschen verpeilt, glaube ich. Ein bisschen verpeilt, ja, das glaube ich auch. Als sie da so als erstes schon angefangen hat zu essen, ohne auf die Heidi zu warten. Oder, cool, mutig. Oder was am krassesten war, ist ja auf dem Laufsteg. Sie wusste ja nicht, wo es aufhört und hat den Ausgang gesucht. Das war nicht irgendwie voll süß, aber irgendwie... Gehört nicht zu einem Model dazu. Also wenn du ein Model suchst, dann willst du ja auch, dass alles reibungslos verläuft. Ne? Und nicht, dass sie dann eine Diva macht. Ich bin mal gespannt. Also wird bestimmt lustig. Die Theresia. Was sagst du denn zu Theresia? Das Bild gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Nee, mir auch nicht. Ich finde, ihre Haare sind viel zu hell. Ja, die wird auf jeden Fall auch ein Umstyling bekommen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also dieses Blond ist irgendwie zu krass. Ich glaube, das wird Heidi auch nicht so gefallen. Guck mal, in der Folge wurde das ja auch gezeigt. Sie ist ja auch gelaufen auf dem Tisch. Und ich fand, ihre Haare waren richtig kaputt. Ja, also sie wird auf jeden Fall ein Umstyling bekommen. Auf jeden Fall. Ich fand sie sehr sympathisch, muss ich sagen.
müssen wir mal gucken. Das ist die älteste sogar. Das ist die älteste Kandidatin. 26 Jahre alt. Ich weiß nicht, wo das Limit ist, aber auf jeden Fall. Also 26 ist auf jeden Fall schon. Ja. Nicht normal. Für nee. GNTM. Ich wenn da Leute generelle Modellen, ne? Genau. Fängt ja zu früh an. Das Ganze. Genau. Und diese Lena war ja 17 und sie ist 26. Das ich weiß ist schon nicht, ob sie sich dann dagegen, also gegen die anderen Mädels so ein bisschen durchschlagen kann. Ja. Weil das Alter, glaube ich, auch schon eine Rolle spielt. Mhm. Aber Potenzial ist da. Mhm. Gehen wir mal weiter mit Justine. Ey, aber bevor wir anfangen, dieses Kleid ist richtig geil. Das wollte ich auch sagen. Das Outfit ist der Hammer. Richtig krass. Richtig schön. Aber sie sieht auch richtig schön aus auf dem Bild. Sie ist auch eine klassische Schönheit. Ja, ne? Wirklich schöne Augen, ein schönes Lächeln, ein schönes Gesicht. Mhm. Ist halt schade, dass sie jetzt in der ersten Folge noch nicht gezeigt wurde. Ja, das aber stimmt. Bei so vielen Mädchen generell jeden gleichzeitig zu zeigen, also ja. Ich glaube, das wird schwierig. Ja. Das ist Melissa. Als ich Melissa gesehen habe, habe ich was ganz anderes erwartet, was ihre Persönlichkeit angeht. Was, also ihr Look strahlt ja was ganz anderes aus. Als und dann kam, als sie den Mund aufgemacht hat, so. Ja, hallo. Ganz schön lieb. Und dann diese Tattoos überall. Ich so, oh mein Gott, ich dachte, sie schlägt mich zusammen. Und sie sieht richtig aus wie so ein Bad Girl. Und dann ist sie richtig schüchtern eigentlich. Richtig schüchtern, aber voll die krasse Kombi. Ich habe so eine Kombi noch nie gesehen. Ja. Krasser Look und dann so aber schüchtern. Aber ich finde, sie muss sich mehr öffnen, mehr das ausleben, wie sie wie aussieht. Sie ist. Und das könnte, glaube ich, sehr gut dann ankommen. Mm. Melina. Sie ist mir wirklich, ich hab mir ganz am Anfang die Promos angeguckt. Und sie ist mir direkt aufgefallen. Die ist wirklich, die echt? Gehört jetzt schon ist zu meinen. Schon ja, die ist mir echt, also die gehört zu meinen Top-Leuten. Ja, sie ist sehr schön. Also ihre Haare sind wunderschön, ihre Augenbrauen, ihr Blick auf dem Bild. Sie erinnert mich sogar an ihren, ich weiß nicht an wen, aber auf jeden Fall erinnert sie mich an jemanden. Die ist richtig hübsch. Sehr hübsch. Die Simone. Was sagst du denn zu Simone? Ich glaube, sie wird eine meiner Favoriten. Oder ist sie jetzt schon? Ja. Ich finde, sie hat extrem Potenzial, finde ich. Sie ist einfach auch so klassisch, schön, elegant und also ich glaub, sie kommt richtig weit. Sie ist auf jeden Fall richtig hübsch. Ja. Also das muss ich schon sagen, sie ist richtig hübsch. Ja, also ich muss noch ein bisschen abwarten und gucken, wie sie drauf ist und ob sie es wirklich kann. Ja. Und ja, müssen abwarten einfach. Luna. Hammer Ausstrahlung. Ja, ne? Mhm. Also von den ganzen Afro-Leuten, also ist mit sie den, mein Favorite. Ist sie auch mein Favorite, weil ich weiß nicht, sie sieht erwachsen aus, aber trotzdem auch, also sie sieht erwachsen und hübsch aus, also richtig, ich weiß nicht. Ja. Sie strahlt auf jeden Fall eine und ich positive finde, sie Energie. Sieht süß und sexy zugleich. Ja, ne? Ich finde ihre Haare auch richtig krass. Bei den anderen war es immer so, ich weiß nicht, das ist so ein richtiger Afro. Mhm. Ich glaube, dass sie das weit schon ja, ne? Also sie ist auch auf jeden Fall. Marlene. Sie ist irgendwie gar nicht so. Nein, ne? Sie ist so falsch im Film. Fall. Nein, sie kommt auf dem Bild so. Ich bin im falschen Film. Ich glaube, sie weiß selber, dass sie im falschen Film ist. Okay, lass drin. Jasmin hat aber Kontakt. Marlene. Welche Jasmin? Jasmin. Joy? Ja. Okay, lass das drin, dann juckt mich gar nicht. Oh, das war sogar die letzte. Stimmt. Das ging ja schneller als als gedacht. Ja. Ja, also. Also das waren jetzt relativ viele Mädels und am Anfang überhaupt schon irgendwelche Top-Leute zu haben, also so die Lieblingsleute, ist immer schwierig. Ja. Hast du denn überhaupt jetzt Top-Leute? Ja, schon so ein paar, wo ich denke auf jeden Fall, dass sie weit kommen könnten und dass sie mega Potenzial haben. Also die erste wäre auf jeden Fall Sayana. Mhm. Ich finde, sie hat eine mega Ausstrahlung und sie ist auf jeden Fall mein Favorit. 100%. Meine auch. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass sie Heidis, also jetzt schon zu Heidis jetzt schon zählt. So. Und sie wurde auch jetzt schon in der ersten Folge mega viel gezeigt. Also ich glaube, sie kommt richtig, richtig weit. Ja. Dann finde ich Simone ist auch mega schön.
und hat, glaube ich, echt Potenzial weit zu kommen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Also am besten sagst du die Top, also deine fünf, also Lieblings 5. Okay. Das hast du, glaube ich, 2, oder? Das waren meine 2 Top-Favoriten. Mhm. Dann würde ich sagen, Luna ist auch ein Favorit. Ich liebe ihre Ausstrahlung. Tatjana, weil ich finde, dass sie was sehr Besonderes hat und auch diesen High-Fashion-Look. Das waren 4, ne? Mhm. Dann pick mal noch einen raus. Schwierig, schwierig. vielleicht Cecilia oder Enisa. Oder Enisa. Ja. Okay. Und bei dir? Bei mir Sayana. Auf jeden Fall. Dann Melina. Melina ist mir auch direkt aufgefallen. Stimmt. Oh, die hab ich vergessen. Melina ist mir aufgefallen. Ja. Jetzt habe ich ja Sayana, Melina, Luna. Luna hat wirklich eine richtig geile Ausstrahlung. Mhm. Dann Sarah. Sarah ist mir auch gefallen, die ist auch mega hübsch. Und Enisa. Ich bin auch richtig gespannt auf Enisa, ob sie das so weit hin, also ob sie es wirklich richtig weit schaffen wird. Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall. Ein fettes Dankeschön, dass du bei dem ersten Video Lust hattest und dass du die Zeit dafür extra genommen hast, mit mir die ganzen Leute hier zu bewerten. Danke, dass ich dabei sein durfte. Gerne. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, das erste Video so zu machen. Und was euch in den nächsten Folgen erwarten wird, es werden Gäste kommen. Ich würde einfach nur abwarten und schauen, wer alles da noch dabei sein wird. Und ab der zweiten Folge wird das komplett anders sein. Wir bewerten ja richtig die Bilder mit Tuten und Buten. Das erkläre ich nochmal in Ruhe in der zweiten Folge. Und ja, wenn ihr nichts von Diana verpassen wollt, schaut mal auf ihrem Instagram-Account mal vorbei. Das wird hier irgendwo wahrscheinlich eingeblendet sein. Und hier auch meine private Seite. Und ansonsten wünsche ich euch was und bis zur nächsten Folge. Ciao! Okay, sollen wir nochmal von Marlene anfangen? Weißt du, was Royan über sie sagt? Über sie? Er sagt, die ist irgendwie im falschen Film. Ich so, die guckt auch so, als wäre ich im falschen Film. Die denkt sich selber, ich bin im falschen Film. So. Sollen wir nochmal Marlene machen? Wir machen Marlene nochmal.